Tamina Snooker, die seit Mai 2014 wegen eines Kreuzbandrisses ausfiel, steht offenbar vor einer Rückkehr in die Shows. The Miz und Paige werden beim neuen WWE-Studio-Film Santa's Little Helper mitspielen. Lucha Underground ist ja in Staffeln aufgeteilt. Zurzeit ist noch die erste Staffel am Gange, und zwar mit 39 Episoden. Allerdings plant man schon für die zweite Staffel und hat dazu einige Namen rechtlich schützen lassen. Unter anderem Barrio Negro, Ultima Lucha und The Golden Warrior. Brock Lesnar wurde ja bei der letzten Raw-Ausgabe suspendiert und wird nun vielleicht auch storyline-mäßig von Michael Cole verklagt, dem er ja einen F5 verpasste. Lesnar wird mit diesem Angle aus den Shows geschrieben, wird aber vermutlich rechtzeitig zum WWE SummerSlam 2015 zurückkehren. Dean Ambrose hat ja schon lange kein Pay-Per-View-Match mehr gewonnen. Allerdings könnte sich das bald ändern, denn Dean Ambrose wird bei der WWE Backstage zurzeit als der mögliche Gewinner des diesjährigen Money in the Bank Ladder Matches diskutiert. CJ Parker wurde ja auf eigenen Wunsch von WWE entlassen. Nun wurden die Gründe für die Entlassung auf Wunsch bekannt, denn CJ Parker war sehr frustriert, dass er jetzt über 4 Jahre bei der WWE war und realisiert hat, dass er es nicht ins Main Roster schaffen wird, und hat sich daher gedacht, dass er versucht, bei New Japan Pro Wrestling in Zukunft aufzutreten, um einen Namen für sich selbst zu machen und dann vielleicht irgendwann zurück nach NXT zu kommen und anschließend ins Main Roster zu gelangen. Die WWE teilte ihm mit, dass er gerne zurückgesehen wäre und die Türen bei NXT für ihn immer offen stehen. Wie gesagt, ist CJ Parker an einer Karriere bei New Japan Pro Wrestling interessiert und wird auch weiterhin als Wrestler arbeiten. Ronda Rousey wird vielleicht bei Hell in a Cell am 25. Oktober dieses Jahr einen weiteren Storyline-Bestandteil mit Stephanie McMahon in den Shows haben. Michael Coles Storyline-Verletzung sollen Halsfrakturen sein. Bekanntlich ist ja auch Perro Aguayo Jr., der vor 2 Wochen verstarb, ebenfalls an solche einer Verletzung gestorben. Viele glauben mittlerweile, dass es kein Zufall ist, dass die WWE dies als Verletzung von Michael Cole bezeichnet. Der Grund dafür ist allerdings noch nicht bekannt. Bei der dieswöchigen Raw-Ausgabe hatte Sin Cara auf seinen Handschuhen Perro stehen. Dies tat er aufgrund des Respekts gegenüber des verstorbenen Perro Aguayo Jr., der ja selbst wie er auch Mexikaner ist. Hulk Hogan hat auf Twitter geschrieben, dass er zurzeit für ein weiteres Match bei WrestleMania 32 trainiert. Ob dies wirklich der Fall ist und ob er nochmal in den Ring steigen wird, ist natürlich fraglich. Allerdings trainiert er dafür zurzeit. 2017 soll WrestleMania 33 in Minnesota stattfinden. Dort öffnet ein Stadion 2016 und die WrestleMania ist wie gesagt 2017. Das Stadion bietet 63.000 Plätze für Zuschauer und hat ein einfahrbares Dach. Gestern schrieb Goldust auf Twitter, dass seine Knochen wund wären und sein Körper müde. Daraufhin hat er heute geschrieben, dass er als Trainer bei NXT zurzeit tätig ist. Und das wurde ja schon für Wochen spekuliert, und auch schon vor einigen Jahren kamen Gerüchte auf, dass man Goldust vielleicht als neuen Trainer bei NXT einsetzen könnte. Nun soll dies tatsächlich passiert sein. Ob Goldust tatsächlich nochmal in den Ring steigt, ist daher sehr fragwürdig. WrestleMania 31 ist vorbei und es gibt Gerüchte, dass die WWE bald bei NXT und auch im Main Roster einige Leute feuern könnte. Stone Cold Steve Austin war fest für WrestleMania 31 eingeplant, tauchte jedoch nicht auf. Eigentlich sollte er im gleichen Flug kommen wie der Undertaker, da ja beide in Texas leben, aber er war nicht da. Anscheinend gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen Stone Cold Steve Austin und Vince McMahon, die den Podcast der beiden betreffen. Das ist auch der Grund, warum Chris Jericho für die kommende Raw-Ausgabe als Podcast-Host eingesetzt wird und nicht Stone Cold Steve Austin wie bei den letzten 2 Podcasts mit Triple H und Vince McMahon. Die WWE kontaktierte daraufhin Steve Austin nochmal und fragte ihn, ob er nicht vielleicht bei Tough Enough mitwirken wolle. Dies lehnte er ab.